Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Poker MMO Smaragd. Ich weiß jetzt rein gar nichts mehr, was ich getan habe. Denn so wie das letzte Video rausgekommen ist, habe ich schon einen Monat davor oder zwei Monate davor nicht gespielt. Das heißt, ich habe insgesamt 4 Monate nicht gespielt. Was ich sonst so gespielt habe, ist jetzt Browser Games und Naruto Online. Dieses Spiel ist 4 bis 5 Monate her. Ja. Ich weiß auch nicht, wie der Sound jetzt ist. Ich würde jetzt ganz kurz unterbrechen, weil ich keine Einstellung mehr habe. Ich weiß gar nichts mehr. Und ich weiß nur noch, dass die letzten 4 Folgen ultra laut waren. Also die Musik da ultra laut war. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so ist. Und ich weiß auch nicht, wie meine Stimme jetzt ist. Und deswegen mache ich kurz einen Cut. Und es hat jetzt nicht lange gedauert. Also, ja, ich habe gemerkt, da ist so eine kleine Übersteuerung drin jetzt gewesen. Das war dieses Knackgeräusch, wo es einfach so, ja, ist halt so. Und ich habe mich auch, ich weiß nicht, es hat sich so ganz komisch angehört, dieser eine Satz, den ich von geredet habe. Genau wie dieser Satz gerade. Ja, mein Sprachvermögen lässt auch zu wünschen übrig. Ich weiß. Ja gut. Ich habe mich natürlich jetzt gar nicht eingelesen, wo ich hin muss. Ich merke auch gerade, dass hier ein paar Differenzen sind. Mit euch habe ich schon gekämpft. Das war bestimmt das letzte Mal. Habe ich die Flöte jetzt eigentlich oder musste ich das noch weitermachen? Also wenn ich mich daran erinnere, habe ich die Flöte eigentlich geholt, oder? Pokeblockbox. Ich muss mal kurz näher ran. Ich weiß, dass ich hier gerade, als ich ein bisschen rumgeschaut habe, ich habe Wüstenglas geholt, okay. Delvon Scope. An was ich mich noch erinnern kann, sind diese Zuchtobjekte, die hier vorne sind. Ich finde es sehr schön, dass der Meryl ist, aber in wohin genau will ich nicht so. ja, ist es das Ding? Das Weilaufvieh? Am meisten, ich habe mir auch noch das Vieh angewöhnt, aber ich glaube, das habe ich schon öfters. Durch meine Freundin schon, die ich seit 2 Jahren kenne. Sie sagt auch gerne Vieh. Hallo Lisa. Ja. Oh, ich habe einen Mondstein. Seit wann habe ich einen Mondstein? Wann habe ich den gekauft? Ey, das hat mir gerade weggenommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich wollte zum Pyroberg. Weil ich da nämlich. An das kann ich mich erinnern. Ich habe da etwas übersehen. Und irgendwie ist da gerade. Ah, ich muss kurz neu starten. Wieder ein Cut. Haha, ich weiß warum. Ich habe nämlich meine Kopfhörer ausgesteckt. Ha. So, da bin ich wieder. Diesmal mit Sound. Ja. Oh, oh, Alina. Ja, Alina kann das doch schaffen. Ja. Was hast du nochmal Stärke? Stärke und Genauigkeit ist 100%. Konfusion. Ja. Ja, ich hatte halt ausgesteckt, weil ich ja hören wollte, wie jetzt meine Stimme für euch ist. Wenn man es natürlich durch die Lautsprecher hört und nicht durch die Kopfhörer. Ja gut. Weil ich denke ja schon, ich bin auch so eine Person, die nur durch Lautsprecher halt hört. Dachte ich mir, ja. Ausstecken und hören. Ich hatte hier, glaube ich, alle Trainer schon besiegt, soweit ich weiß. Oder? Komm. Ja, hab ich. Ja, ich muss jetzt erstmal zum Pyroberg, wie gesagt. Ich bin mir aber unsicher, ob ich diese Person übersehen habe. Und wenn ich gerade überlege,
Ganze noch ein bisschen zu laut? Ich weiß es nicht. Ich nicht. Nee, ist doch nicht zu laut. Wenn es zu laut ist, es tut mir leid. Also ich denke jetzt nicht, dass es so übertönt. Ich muss jetzt auch nochmal schauen, wo der Pyroberg ist. Der ist ja eigentlich hier gleich da unten. Also hier gleich links irgendwie. Da ist die Oma mit ihrem Hotel. Ach, das war süß. Ich denke, wenn man hier links geht, kommt man zum Pyroberg. Ich suche eigentlich die Route 100... ja, das ist der Pyroberg. Ich suche eigentlich die Route 125 oder wer war das? Route 121. Ich weiß jetzt nicht. Das war gleich, wenn man den Pyroberg runtergeht. Da viele Trainer. Da sind wir aber doch lang gegangen, oder? Also irgendwas war da mit dem Bärensammler. Da waren wir doch, oder? Da funktioniert es doch nicht. Weil das noch nicht vorhanden war, aber jetzt könnte es sein. Weil es ist jetzt schwarz und weiß draus und viele Updates. Und ich muss auch gerade 10 Millionen Updates gerade runterladen. Also denke ich, es könnte jetzt wahrscheinlich sein. Wir haben Magma-Emblem, aber es ist glaube ich schon sehr länger. Wir haben den Meteoriten noch nicht. Der vom Mondberg aufschlug. Der Mondberg aufschlug. Sehr harter Klumpen. Ja. hier. So, hier ist eine Bad-Lava-Stadt. Und hier ist ja der Pyro. Nein, der Sturmberg. Wo ist denn der Pyroberg? Wo ist der Pyro? Wo war der Pyroberg? Da. Das wird ein langer Fußmarsch. Ich denke, da kommen wir. Hier. Dieser Weg. Dieser Weg war doch, glaube ich, voller Trainer. Ich schau mal kurz was nach. Dafür brauche ich aber keinen Cut zu machen. Ihr hört jetzt nur keine Musik. Den Gigasauger haben wir ja auch. Team Magma Versteck haben wir ja nicht rein. Warte. Das ist Bad Lavastadt. Jo! Ja, sind wir richtig. Gut, gehen wir zu Bad Lavastadt. Denn da muss mir vielleicht hin. Also ich hoffe es. Ich weiß nicht. Alina? Das ist nicht so gut. Wer ist ein Stecker als alle? Malumbeere. Die sind Feuerbass. Ist der Lombeere nicht im Gegenteil? Die sind doch Steinfeuer. Hat Stahlrack irgendwas gegen die? Ich probier's mit Lombeere. Die sind noch weiter gegen den irgendwie nicht so gut drauf. Ich überlege mir nicht so viel. Ja, merkt man. Ja, es kommt wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht. Das kommt wahrscheinlich, dass ich jetzt nicht so viel rede, im Anführungszeichen. Weil, wenn ich so überlege, wann habe ich ein letztes Mal mit jemandem instinktiv geredet? Außer zwei Personen. Vor 100 Jahren. Nee. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber das. Jetzt überlege ich, kann nur alle zwei Wochen ein Video machen. Wenn überhaupt. Dann, ja. Ja. Ich habe ja jetzt meine Ausbildung abgeschlossen. Deswegen, ja, habe ich schon etwas mehr Zeit als vorher. Auch, dass ich jetzt halt, ich arbeite ja jetzt halbwegs, es ist halt nur ein Praktikum. Aber ich habe voll viel Zeit. Aber ich finde es wahrscheinlich unangenehm, in der Wohnung aufzunehmen, da ich in einer WG wohne.
Und jetzt kommt ja noch eine vierte Person dazu. Ich war vorher einen Monat alleine. Das hätte noch gehen können. Ich war nur eine faule Sau. Und... Oh, schön, danke. Ich war halt nur eine faule Sau. Und... Tja, dann kam halt die erste Person. Ein paar Wochen später kam halt... die nächste Person. Und jetzt, heute, kam wieder die nächste Person. Und es ist mir natürlich unangenehm, irgendwie jetzt die ganze Zeit irgendwie so, hey Leute! Ja, man kennt ja nicht so mein Hobby, so gesagt. Ich finanziere mich ja nicht damit, sondern ich finanziere mich eigentlich gar nicht. Was finanziere ich mich? Der Staat finanziert mich. Also so gesagt, mit BAföG. BAföG ist ja einfach nur Geld für Auszubildende, damit sie halt jetzt ihr Wohngeld in der Wohnung halt bezahlen können. Ich komme da nicht durch. Und das... Warte mal, wenn ich gerade überlege, ich muss da durch. Ja, halt auch nicht nur Wohngeld, sondern auch, damit sie jetzt hier für Straßenverkehr... Und hauptsächlich Schulaktivitäten und Lebenskram, während man ja nicht irgendwie finanziert wird, muss man ja irgendwie, ja, trotzdem irgendwie leben. Ich habe jetzt gar nichts mehr geschnitten. Ich bin gerade raus aus dem Thema. Ich bin doof. Ja, ich habe es gerade zugegeben. Bitteschön. Ich nehme mal wieder Lumbero. Ich weiß jetzt gar nicht, warum Zauberplatz sehr gut war. Oder bin ich gerade... Nee, es war so super effektiv. Hä? Ich bin total weg. Ja. Halt, also wie gesagt, sonst kann man einfach nur mal... Ich habe aber, glaube ich, das meiste gesagt darüber. Ein Pokémon kann diesen Fels bewegen. Ja, ihr könnt dann einfach nur gern mal googeln, was es ist. Vielleicht haben ja ein paar von euch auch BAföG, so wie ich. Wenn wieder meine Mitschüler zusehen. Ach, ich brauche echt wieder Übung. Ich fühle mich scheiße. Ja, wenn ihr wieder zuseht. Hallo, ihr wisst ja, was BAföG ist. Und ja, ich muss da halt jetzt noch so ein halbes Jahr damit leben. Wenn ich jetzt studieren würde, was ich jetzt nicht kann. Ich kann nicht mehr studieren. Außer ich mache jetzt wieder Versuch, irgendwie Fachabi zu bekommen. Ich bin leider durchgefallen. Macht nie Englisch, wenn ihr euch Englisch eigentlich gar nicht interessiert. Also, ich habe echt nicht mehr Bock, irgendwie Englisch zu machen. Aber durch das ganze Lernen, was ich jetzt durch Englisch machen musste, natürlich rede ich zurzeit sehr oft Englisch. Mit mir selber. Oder wenn ich mit jemandem Englisch schreibe, spreche ich auch selber Englisch einfach dazu. Dann sage ich einfach, same. Ja. Das ist echt eine komische Zeit. Und ich weiß es gar nicht. Habe ich irgendwas, um das zu bewegen? Nee. Nee, ich brauche eine VM. Serverstärke. Ja, wir hatten das. Nicht erlernbar, nicht erlernbar. Hier. Stark. Hier, ja, ist halt scheißegal. Ja, wenn man merkt, ich bin schon wieder auch raus aus Themen, gell? Erstmal dahin tun. Nein, ich will durch. Wie mache ich das jetzt?
Mann. Muss ich jetzt wieder rausgehen? Nein, ich will gerne das Ding. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin zu blöd dafür. Oder muss ich von der anderen Seite? Muss ich das machen? Wie wär's mit gar nichts? Das wäre doch sehr schön. Hey. Ja gut. Man merkt, ich komme jetzt zurzeit auch sehr schnell raus aus Themen, aber ich glaube, das war vorher schon ein Problem. Naja. Komme ich da unten durch? Weil ich da drüben nicht durchkomme. Komme ich nicht. Außer ich komme von hier irgendwie durch. Ich bezweifle aber. Weiß ich, habe ich letztes Mal was? Nö. Das ist die Seilbahn. Danke. Ich weiß auch nicht mal, ob ich gegen den schon gekämpft habe. Also, pff. Ja, danke. Ich liebe Kämpfe. Ich liebe Kämpfe. Ihr merkt doch gerade, ich bin echt wieder. Ja, ich bin total raus. Also, ich habe das jetzt auch schon, glaube ich. Wie viel Mal habe ich das jetzt gerade schon erwähnt? 5 Mal bestimmt. Ja, halt total raus. Aus dem ganzen Genre, aus dem ganzen Kram. Ich könnte jetzt auch nicht mehr. Was habe ich denn vorher am liebsten gespielt? LOL jetzt nicht so. Garry's Mods. Ich habe es auch gerade total komisch ausgesprochen. Garry's Mods halt ist jetzt auch schon so wirklich nicht mehr mein Ding geworden. Also so gesagt, ich könnte es jetzt nicht mehr spielen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie springen müsste. Ja. Bekomme ich eine Verkrampfung. Und was habe ich denn alles gespielt? Ich glaube, das können die meisten gar nicht von euch auch nicht beantworten. Ich habe doch irgendwas sehr am liebsten gespielt. Huch. Hä? Was ist denn jetzt geschehen? Ich habe nicht aufgepasst. Hä? Da oben war nichts, gell? Nee. Wenn man hier durchkäme, kommt man ja nicht durch. Da kommt man noch gar nicht durch. Was soll ich da machen? Die Karte kann mir bestimmt auch nichts sagen, gell? Die Karte kann mir sagen, ich müsste jetzt nach links. Ich bin schon wieder zu einem Mikro. Ja, ich komme jetzt auch schon wieder mit der Sache nicht so klar. Weil ich immer mich so irgendwo dagegen lehne. Hä? Wo war ich? Ich bin hier. Ich bin hier. Da. Bist du. Ja. Ich muss mich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen. Wenn ich gerade überlege. Es ist ja jetzt. Bei mir ist jetzt der 29.09. Das Video kommt wahrscheinlich erst in 10 Tagen raus. Wie ich mich kenne. Oder gleich in 2 Tagen. Irgendwann. Irgendwann. Vielleicht ist es auch schon wieder Ostern. Dann ist ein ganzes Jahr her, dass ich überhaupt aufgenommen hätte. Ist es aber nicht so. Ich weiß, dass ich am Ostern, also letztes Mal, in den Osterferien aufgenommen habe. Oder vielleicht am Pfingsten. Ich weiß es nicht. Ja, wenn ich das schon überlege, eigentlich sind es schon 5 Monate.
und fast 6. Ich denke, es würden keine 6. Ich möchte hier lang. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das kann ich jetzt. Danke. Dachte ich. Gut, danke. Jetzt weiß ich endlich, wie ich da durchkomme. Das ist nur eine Frage, wie hoch das IQ ist. Meinst du, das Spiel stummt das IQ von 50? Ich disse mich gerade selber, ich weiß. Es könnte viel leichter zu sein. Ich denke wahrscheinlich nicht. Mit einem IQ von 50 kann ich gerade mal atmen. Nein, kann ich auch nicht. Das hatte ich auch schon mal irgendwie so ein Thema gehabt. Aber es könnte ja sein. Muss ich dann da runter? Ich will nicht da runter. Ich will auch gar nicht so. Ja, ich benutze es mal wieder stärker. Ja, ich wollte hätte das mal alles. Juhu! Muss ich ihn eigentlich jetzt gerade? Ist ja gar nicht mein Schwächstes, oder? Schwächstes ist wahrscheinlich gerade Alina. Danach kommt Schneckmark. Und vor Mio. Alex ist natürlich overpowered wie irgendwas. Teleport Master. Ja, man merkt's, gell? Ich bin schon wieder zu nah am Mikro. Ich denke gleich das Mikro einfach genau für meinen Laptop. Dann sehe ich sowieso nichts. Und dann habe ich auch kein Problem, dass ich zu nah bin. Aber ich bin zu nah. Und das Video ist jetzt schon 20 Minuten lang. Ja, gut. Ist dann halt so. was ist, wenn ich jetzt Schockwelle mache? Och, ich mache einfach jetzt eine Schockwelle. Ich habe einfach Lust dazu. Wollte ich nicht eigentlich... Ich wollte eigentlich noch was holen. Aber lassen wir es. Mann, hört auf mit dem Kämpfen. Soll ich jetzt noch... Ach, ich mache wieder Elektroattacke. Ich behalte mir erstmal Stärke auf. Es sind ja noch 11 Attacken, die ich machen kann. Ich kann auch 11 One-Hits machen. Es werden aber nicht immer One-Hits sein. Genauso wie die Schockwellen. Das hat man schon gemerkt, wie langsam das runterging. Oder es war Nick. Ja, Schneckmark. Hallo. Ich werde hier echt sehr oft angegriffen. Wie kann man voll... Kann man hier irgendwie so leveln? Wenn man sich das so überlegt, eigentlich schon, gell? Ist es nicht effektiver, in der Höhle zu leveln, als im Gras? Und natürlich da, wo stärkere Monster sind. Also, Pokémonster. Huch. Ich werde erschrocken. Ich werde hier erschreckt. Vom Holz, das arbeitet. Ja, Holz arbeitet. Auch wenn es zersägt ist. Es arbeitet. Wie soll ich jetzt... Gar nicht durch, gell? Also erstmal Hirn schieben. Dann Hirn. So komme ich durch. Gut gemacht. War da jetzt gerade ein Eingang? Also Ausgang oder irgendwas? Oder wurde ich hier gerade nur getrollt? Sind das hier echt jetzt gerade nur Pokebälle? Habe ich mich hier gerade nur durchgekämpft für Pokebälle? Andere würden sich freuen. Ich mich aber nicht. Ich möchte sehr gerne. Ich mag die Story. Also ich mag immer Stories zu machen. Aber jetzt nicht so 100% spielen.
kann man den Pokémon sowieso nicht. Also, das kann man schon irgendwie, aber die Zeit dafür und ich habe einen Feuerstein. Kann ich Schneckmark damit auffüllen? Ja, die Zeit dafür und ja, geht jetzt halt so nicht. Und warum ist da jetzt ein Crotel? Habe ich das eigentlich richtig ausgesprochen? Dürre von Quirtle. Quirtle, oder? Ist der Quirtle? Ich weiß es auch schon wieder nicht. Ich weiß so vieles nicht mehr. Wenn ich auch so überlege, meine ganze Zeit habe ich auch noch mit Animes schauen zugebracht. Wunderschön. Immer die schönsten Zeiten mit Animes schauen. Und natürlich LKW-Fahrer auf YouTube. Es ist echt sehr schön. Also jetzt nicht German Truck Driver. Ihn habe ich auch geschaut, aber schon bevor ich überhaupt jetzt Praktikum gemacht habe. Was denn? Ich habe jetzt Sascha vernünftig geschaut. Und diesen Paul? Ich muss aber nochmal schauen. Also, der YouTube-Kanal so selbst heißt jetzt so Paul. Oder schon davor kommt was. Oder? Paul PTS oder sowas. Oder es war LKW Dashcam PTS. Also davon weiß ich noch was. Sonst? Na gut. Ich habe halt jetzt alle Folgen geschaut. Am meisten von Sascha. Ey, bei Sascha, ich habe ihn immer als Einschlafmechanismus benutzt. Er war zum Einschlafen da. Ich habe immer solche Schlafprobleme. Wenn ich jetzt nichts höre, dann kann ich sogar noch schlechter einschlafen. Und ja, dann... Warte mal, ich bin ja sehr lustig. Funktioniert ja nicht. Ich benutze es trotzdem. Ja, ich benutze halt seine Videos zum Einschlafen. Auch wenn ich sie schon geguckt habe. Es tut mir leid, Sascha. Deine neuen Videos schaue ich trotzdem. Und auch von LKW BTS schaue ich auch halt immer noch aktiv. Und German Truck Driver. Also Kai. Ja, schaue ich. Und natürlich die anderen Sachen, die viele Menschen auf YouTube schauen. Gronkh. Also schaue ich sehr aktiv. Und neuerdings, weil es mich halt echt, ich weiß nicht, auch davor habe ich schon Bibi geschaut. Wie ich schon gesagt habe, ich schaue Bibi. Beauty Palace. Ich habe sie dann ganz kurz ab und zu immer noch geschaut, bevor sie schon halt schwanger wurde. Aber ja. Ja, seit sie schwanger ist, habe ich halt jedes Video angeschaut. Nur von Julian. Es könnte daran liegen, dass es mich halt interessiert, so wie ganz viele Menschen. Was ich jetzt nicht so schaue, ist auf Instagram bei ihr. Da habe ich schon andere Interessen. Eigentlich meistens nur Anime-Kram, also Anime-Memes, Anime-Sachen. Anime-Cosplays. Und natürlich auch noch Sachen, die man natürlich als normales Mädchen schaut. Oder andere komische Sachen, ja, die man auch als Junge schauen würde. Wir haben irgendwie jetzt gerade hier fast 30 Minuten. Und von den 30 Minuten sind bestimmt 25 Minuten dann nur diese Höhle. Wegen Kämpfen, wegen Irrglauben und wegen meiner Dummheit natürlich. Immer. Ja. Dieses Video ist echt komisch, oder? Ich denke schon. Ist 100%ig komisch.
Weißt du, was jetzt hier die ganze Zeit nur abging? Höhle, Höhle, Höhle. Die Höhle, Höhle, Höhle ist eine Hölle, Hölle, Hölle. Und wenn ich gerade so darüber nachdenke, Bad Lavastadt ist doch oben. Bad Lavastadt war doch oben, oder? Also, Bad Lavastadt, ich komme. Nach 10.000 Jahren. Hallo! Und zum ersten Mal sehen wir Text. Die Salbe entfernt gleich hinauf. Möchtest du mit? Hatten wir schon mal hier. Schon mal gelesen, das war jetzt noch. Bitte hier entlang. Also, ich glaube, dass ich gelesen habe. Ja, wir sind da. Da unten müssten. Ist hier unten? Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich nicht in Bad Lavastadt. Oder? Wo muss ich denn runterspringen? Oder wo muss ich hochspringen? Also hier ist der Schlotberg. Wo komme ich aber? Also ich weiß hier noch. Also hier war der ganze Krempel. Weil ich sag so. Oh. Ich habe hier echt noch nicht alle Trainer gemacht. Alles klar. Dann habe ich halt hier doch nicht die Trainer gemacht. Aber ich denke, wir machen jetzt dieses komische Video erstmal zum Ende hin. Ja, man könnte hier echt ein Best-of draus machen, was ich für komische Sätze sage. Ich weiß. Und die Musik ist gerade echt schön. Echt schön. Ja, dann machen wir jetzt erstmal hier ein Ende. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal.